Malte Schwanebeck, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Geodaten als Informationsgrundlage für die Wärmewende. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wenn hier die Rede von Geodaten ist, dann geht es in meinem Fall jetzt nicht zwingend um geologische Daten, trotz meiner Tätigkeit in einem geologisch geprägten Forschungsprojekt, dem Projekt Angus, bei dem es um Energiespeicherung im Untergrund geht. Aber wir am Geografischen Institut beschäftigen uns eben mit geografischen Daten, also über digitale Informationen über die Lage von bestimmten Phänomenen im Raum. Und die Wärmewende insbesondere ist eben ein sehr räumlich geprägtes Phänomen oder stellt viele räumliche Fragen. Hier mal ganz simpel dargestellt in der einfachen Entfernung der Verbraucher für Wärme, also die Gebäude zur Produktion erneuerbarer Wärmequellen, zum Beispiel auch Solarthermie. Dazwischen kann eben so ein geologischer Speicher eine Rolle spielen. Bei uns am Institut beschäftigen wir uns eben, wie gesagt, mit den geografischen Daten in digitaler Form. Zum einen ist ein Anwendungsbereich die Abschätzung des Wärmebedarfs im Gebäudebestand von Schleswig-Holstein. Dazu nutzen wir 3D-Gebäude- und Stadtmodelle, die uns vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation zur Verfügung gestellt werden. Und die erlauben eben die Ableitung von beheizten Nutzflächen und in der Kombination mit Geodaten aus dem Zensus 2011 zu zum Beispiel Baujahrklassen lassen sich hier eben Abschätzungen zum Wärmebedarf der Gebäude darstellen. Des Weiteren entwerfen wir gerade einen Kriterienkatalog für die mögliche Identifikation von Freiflächen-Solarthermiepotenzialen, der dann eben auch mit verfügbaren Geodaten hinterlegt werden soll, um dann hier am Beispiel Kiel mal dargestellt, mögliche Freiflächen für die Solarthermienutzung zu identifizieren. Da fließen dann eben Daten aus dem amtlich-topografischen Informationssystem ein, aus dem Landwirtschafts- und Umweltatlas des LLUR oder eben die selbst vorhin erstellten Daten zum Wärmebedarf der Gebäude, um eben auch die Dichte zu den Verbrauchern darstellen zu können. Dritter Anwendungsfall von Geodaten in unserem Projekt jetzt ist zum Beispiel die Nutzung von Daten der Agrarstrukturerhebung auf Gemeindeebene jetzt hier aus unterschiedlichen Jahren, wo eben Informationen drinstecken zum Getreideanbau, wie viel Hektar bestimmter Getreidearten werden angebaut, wie viel Stroh fällt dort in bestimmten Regionen Schleswig-Holsteins an und wie viel Reststroh ist dann möglicherweise in welchen Gebieten Schleswig-Holsteins nutzbar für Heizwerke zur Wärmeerzeugung oder aber Güllepotenziale basierend auf Zahlen zur Viehwirtschaft und zur Tierhaltung, die dann eben Informationen zu regional differenzierten Potenzialen der Biomasse-Reststoffe geben können. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf mögliche Gespräche in der Speakers Corner. Vielen Dank.